gesehen, dass der WWF ein Bodenentdecker-Set anbietet und man kann auf der Homepage reinschauen, was es gibt. Die Ideen daraus waren für mich wie ein roter Faden und habe sie dann noch ein bisschen umgeändert auf meine Klasse. Also man kann sie sehr gut adaptieren und ich finde, es sind tolle Aufgaben. Sie regen wirklich an, zum aktiv zu werden, wo die Kinder selbstständig können, daran hergehen können. Schau mal, die Regenwurm. Hast du den Regenwurm gesehen? Nein, zeig mal. Cool. Und das ist unser Quadratmeter und den Quadratmeter müssen wir untersuchen. Wir haben schon Osle gefunden, Käfer, Regenwürm, Musikfüßle, Blutschnecke, Spinnen. Wir haben hier einen Hasenbau gefunden und wir werden jetzt den untersuchen, ob da wirklich noch Hasen drin sind. Du siehst ja, Hasenzehe hat bis oben Wurzeln. Das haben wir auch nicht. Nein, wir haben aber das. Da wühlt sich die Wühlmasse aus der feuchten Erde an die Oberfläche. Sie schaltet dem Dach zu und drei Seufzer später fragt sie: Warum bist du so nachdenklich? Der grösste Gewinn am Draussenunterrichten ist für mich das Zusammensein, Sozialkompetenz stärken, Kinder fördern, das Gemeinschaftsgefühl wecken und ihnen einfach probieren, die Augen zu öffnen für die Natur, die Achtsamkeit und dass sie Freude und Lust bekommen, um vielleicht auch sonst mal außerhalb der Schulzeit in den Wald zu gehen. Also es ist ganz interessant, das nicht im Schulzimmer zu machen, so wie immer auf einem Blatt Papier, sondern ganz real selber das zu erleben. Dann hat man einfach so ein Blatt mit ein paar Bildern drauf und so. Und dann ist es ein bisschen langweilig, aber wenn man jetzt so in den Wald gehen kann, dann macht es richtig Spass.